Vielleicht seid ihr nur ein Werkzeug, um das Wort von Zirkel und Kirche zu verbreiten. Zweifelt ihr eure Wahrheit niemals an? Ihr kleidet eure Aussagen in Fragen dabei. Kennt ihr unsere Antworten bereits? Leugnen ist wohl sinnlos. Ja, ich habe manchmal Zweifel. Nur ein Narr ist sich seiner völlig sicher. Und ihr, warum behauptet ihr, der Erbauer würde zu euch sprechen? Doch alle wissen, dass er gegangen ist. Er sprach nur zu Andras. Stellt ihr euch mit ihr auf eine Stufe? Das habe ich nie gesagt. Ich... In Orla, Vater. Ihr hattet Angst davor, in Vatheron eine graue Schwester zu werden und gleichsam zu verschwinden. Als eure Brüder und Schwestern im Kloster eure Behauptungen in Frage standen, wart ihr verletzt. Und doch schmelzt ihr in Vergangenheit. Ihr wart etwas Besonderes und habt die Aufmerksamkeit genossen, auch wenn sie negativ war. Ich soll mir das ausgedacht haben? Wegen der Aufmerksamkeit? Das habe ich nicht. Ich weiß, woran ich glaube. Der Weg ist offen. Viel Glück möget ihr finden, was ihr sucht. Wovon spreche ich? Davon spreche ich nicht. Fotze. Ich will es. Sei lieber. Ein
Gift der Seele. Das grausame Gegenstück der Leidenschaft. Aus Liebe erwachsen, bis die Liebe tot erniederliegt. Wovon spreche ich? Davon spreche ich. Sie dürfen Ein Futze. Es müssen Sie nicht sein. Die Knochen der Welt strecken sich nach der Umarmung des Himmels, weiß verschleiert, wie eine Braut den Bräutigam begrüßt. Wovon fortsetzt? Des Asche aus Tewinter bis in die Berge des Ostens, von wo aus sie auf ewig ihres Erzogers hinschaut. Ein geeignetes Grab konnten wir nicht finden. Sie schwingt das zerbrochene Schwert, trennt wahre Könige von Tyrannen. Wovon spreche ich? Davon spreche ich nicht. Das ist wohl kein Gesicht. Eins zu lang. Alles haben mich angezogen. Keiner hat es gesehen, doch jeder kennt es. Leichter als Luft, schärfer als jedes Schwert. Kommt aus dem Nichts und fällt doch die stärkste Armee an. Wovon spreche ich? Davon spreche ich nicht. Hallo, du Arsch. Wie ihr meint. Es ist noch gut, dass einer nicht Thank you.
Ich bin bereit. Ihr müsst doch alle angreifen, ihr Dödels. Sollte ich sie berühren oder mich auf sie stellen? Alistair, normale Leute neigen dazu, merkwürdig aussehende Abschnitte des Bodens Dingerchen. Ja. Ja.
Seite. Ach, welchen Mistsack. In unserem Unterhaus. Es hat es erledigt. Gegangen und wurde gleich hier gereinigt. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Pilger.
Ich hätte mir nie erträumt, die Urne der heiligen Asche jemals selbst zu sehen. Mir fehlen die Worte für. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand Andrastes letzte Ruhestätte finden könnte. Aber jetzt liegt sie vor. Es gibt keine größere Ehre, als hier zu sein. Ich werde dieses Gefühl niemals vergessen. Auch.
massiv. Sag mal hier noch. Zurück. Sie war ziemlich lange fort. Und? Habt ihr sie gefunden? Wie war das? Ich meine, als ihr euch der Urne genähert habt. Ihr seid wahrhaft vom Glück gesegnet. Und ich auch. Jetzt betrachtet die Kirche meine Nachforschungen sicher nicht mehr als Blasphemie. Wir müssen eine Expedition organisieren. Das ist alles lebendige Geschichte, die wir studieren sollen. Und auch Pilger sollen zu Ohren kommen.
aber die Urne gehört allen Gläubigen. Können wir sie ihnen verweigern? Nein, wir müssen sie teilen. Dem stimme ich zu. Wir dürfen sie andere nicht vorenthalten. Wir haben nicht das Recht dazu. Eure Absichten sind edel, Bruder Genitivi. Aber könnt ihr das Gleiche auch von euren Brüdern in der Kirche sagen? Damit jeder kommen und sich ein bisschen Asche aus der Urne nehmen kann, dann hoffe ich nur, dass sich die Urne immer wieder von selbst füllt. Ich werde diese frohe Kunde verbreiten. Und wenn ich dabei sterbe. Ich muss nach Hause zurück. Es gibt so viel zu tun. Besucht mich, falls ihr je nach Derwin kommt. Ich bin nicht reich, aber doch eine kleine Sammlung mit interessanten Artefakten. Und ich schulde euch für meine Rente. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Euch wirklich nicht für diesen Hut begeistern? Wie wäre es mit ein paar Ohren? Oder einem Käsemesser? Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Körper natürlich. Das ist keine gute Idee. Macht das nicht. Oh, was denkt ihr euch nun dabei? Ein grauenhafter Vorschlag. Ja. Ich danke euch sehr. Ich danke euch sehr. Thank you.
schönes Geschenk. Vielen Dank. Ist das für mich? Wirklich? Wirklich? Nun, ich bin... Wie aufmerksam. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tue. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Von eurem Papa natürlich. Wenn du musst. Kann ich euch wirklich nicht für diesen Schritt begeben? Ich bin mir sicher, ihr findet... Ich euch wirklich nicht für diesen Ruf bitten. Ich bin mit.
Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Ich bin ihr. Waffen.